entsteht eigentlich ein Tornado? Tornados sind die stärksten Stürme der Welt. Die genaue Entstehung ist bisher noch nicht restlos geklärt. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Entstehungsarten. Die stärksten Tornados treten in Verbindung mit einer sogenannten Superzelle auf. Diese Königin der Gewitterwolken entwickelt sich bei hohen vertikalen Temperaturgegensätzen und feuchtwarmer Luft in Bodennähe. Zugleich wehen in verschiedenen Höhen unterschiedliche Winde, die Gewitterwolke in Rotation versetzen. Typisch für eine solche Superzelle ist ein rotierender Aufwindbereich. Zugleich gibt es einen ausgeprägten Abwindbereich, der durch Regen oder Hagel entsteht. Im Bereich dieses Abwindes entwickelt sich eine Art Walze. Wird diese gehoben, dann entsteht ein Tornado. Tornados entwickeln sich nicht nur an Superzellen, sondern auch an sogenannten Konvergenzlinien. Dort prallen Winde aus unterschiedlichen Richtungen zusammen. Mehrere Wirbel entwickeln sich. Gelangen diese in den Aufwind eines Schauers oder Gewitters, werden diese gestreckt. Ähnlich wie bei einer Pirouette eines Eiskunstläufers beschleunigen sich die Wirbel dadurch. Ein Tornado kann entstehen. Die Wirbelwinde werden nach der sogenannten Fujita-Skala in verschiedene Kategorien eingeteilt. Während die meisten Wirbel nur Kategorie 0 oder 1 erreichen, sind in seltenen Fällen auch Tornados der Kategorie 5 möglich mit Spitzenböen von etwa 500 km pro Stunde. Tornados kommen auf der ganzen Welt vor. Auch in Deutschland gibt es jedes Jahr 40 bis 60 von ihnen. Der hierzulande oft gebräuchliche Begriff Windhose ist übrigens nichts anderes als ein Tornado.